jetzt nochmal ein bisschen Smoköl rausgehauen. Dann ist er nochmal auf den Dampf. Ja, keine Nummer ohne Hammer. Dr. Loh wieder in seinem Einsatz. Hopp an mit einem Tipp. Thank you.
Ja, aber schon. So, schon mal einen kleinen Applaus für den Thomas Höchstmann.
Ja, auch ganz still, das heißt, er kann beim Aussehen Überflug einen schönen Looping machen und hat genug Power, um wieder entsprechende Ruhe zu gewinnen. Also, wenn man sich vorstellt, zu Zeiten des Anfangs der Segelfliegerei hatten wir sogenannte Gleitzahlen bei Segelfliegern. Ja, von 1 zu 5. Ja, einfach das ist immer gut, meine Damen und Herren. Eine ganz tolle Sache, ein Kuriosum. Aber wie gesagt, hier in diesem Flugtag in Oberhausen werden Sie viele solcher Dinge sehen. Ich bin froh, dass es Modellbauer gibt, die sich solcher Themen annehmen. Oh, man.